Willkommen zurück zu The Sinking City, da sind wir wieder und es geht weiter. Nachdem wir beim letzten Mal ja die Familie von Glenn Byers aus den Händen der Entführer gerettet haben. Wer Glenn Byers ist, das ist der Mörder von Johannes van der Berg. Und wer das wiederum in Auftrag gegeben hat, Glenn Byers hat das nämlich eben nicht freiwillig gemacht, sondern weil seine Familie eben entführt wurde. Und der Drahtzieher des Ganzen scheint Milton Pierce Bürgermeisterkandidat zu sein. So, es ist mal wieder, wie ihr seht, sehr, sehr vertrackt. Wer das große Ganze verstehen will, muss tatsächlich entweder das Spiel selber spielen oder dieses Let's Play von vorne bis hinten durchgucken, um auf dem Laufenden zu bleiben. Es ist sehr vertrackt. Auf jeden Fall müssen wir jetzt zu Glenn Byers und ihm erzählen, dass eben, dass wir seine Familie gerettet haben. Dann würde er aussagen, dass er der Mörder ist von Johannes van der Berg, weil wir sind natürlich auch noch verdächtigt, selbst der Mörder von Johannes van der Berg zu sein. So, es ist, wie ihr seht, alles nicht mehr ganz so einfach. An der Stelle, wie immer, herzlichen Dank an jeden Einzelnen, der noch hier dabei ist, an jeden Daumen, der gegeben wird, egal ob hoch oder runter. Und an jeden Kommentar, der geschrieben wird. Das sind alles unterstützende Kommentare, das wisst ihr. Das freut mich sehr. Und wir retten uns hier ja gerade auch so ein bisschen mit diesem Let's Play über Sommerloch, muss man einfach sagen. Draußen ist es heiß, im Spiel regnet's. Es könnte doch schöner nicht sein. So, weiter geht's. Auch nochmal übrigens herzlichen Dank an alle, die ich so ein bisschen mit dem Lovecraft-Fieber anstecken konnte. Wie gesagt, das freut mich wirklich sehr. Ich versuche da ja auch immer auf jeden Kommentar zu antworten. Das ist wirklich was, was mich tatsächlich sehr, sehr freut, so, weil man damit ja dann sieht, okay, irgendwie hat man hier was gemacht und hat vielleicht ja die Freizeitgestaltung von jemand anders bereichert. Das freut mich tatsächlich wirklich sehr. So, und wenn ich Leuten Lovecraft näher bringen kann, dann ist das eine feine Sache. Jetzt müssen wir mal eben, ich muss mal eben überlegen, wo konnte man denn jetzt Glenn Byers noch treffen? Glenn, wo gab's den noch? Ich habe Glenn Byers Familie aus den... Ist das Haus vielleicht auf der Map verzeichnet? Ich weiß es echt nicht mehr. Glenn Byers Hütte, wo... Oder war der... Ah, das ist es. Wohnort von Glenn Byers, okay. Gut. Gut. Das ist einfacher, als ich dachte. Manchmal muss man nur ein bisschen auf die Map gucken, dann geht's auch schon. Ab nach The Shells. Wir stehen immer noch mit dem Rücken zur Wand, aber... Ich denke, dass wir das Ruder nochmal rumreißen können. Ich muss auch sagen, ich bin bisher dann doch mit allen Entscheidungen ganz zufrieden. Ich habe einen Kommentar gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wer ihn geschrieben hat. Der schrieb unter einer der letzten Folgen so, Mensch... wenn dir nicht gefällt, was da passiert, dann lad doch einfach neu. Aber das will ich ja gerade nicht machen. Ich finde, dieses Neuladen, auch wenn ich es in der letzten Episode gemacht habe, also lasst mich aussprechen, ich finde gerade in so einem Spiel, wo man eben solche Entscheidungen treffen kann, die wirklich weitreichende Folgen haben, dann finde ich es doof, neu zu laden. Dann kann man lieber nochmal durchspielen mit anderen Entscheidungen, als neu zu laden, weil... ich habe ja in diesem Let's Play auch schon dumme Entscheidungen getroffen und da stehe ich denn zu. Nur beim letzten Mal war es tatsächlich so, dass ich mir da das Gameplay einfach anders vorgestellt habe. Ich habe halt gedacht, ich könnte ihm sagen, ist okay, ich gehe erstmal und ihn dann im Nachhinein erschießen, den Entführer. Und da das nicht geklappt hat, habe ich beim letzten Mal einmal die Ausnahme gemacht und neu geladen. Ansonsten... stehe ich da zu meinen Entscheidungen, mache ich auch in anderen Spielen so, ne? Wenn ich da Murks mache, dann ist es so und dann muss man damit leben. Aber so generell neu laden, denn damit machst du dir in gewisser Weise das Spiel kaputt, weil das macht ja dieses Spiel gerade aus, dass du schwierige Entscheidungen triffst, die dir vielleicht dann auch nicht schmecken. So, Glenn Byers lebt noch, das ist schon mal eine gute Sache. Ihre Familie ist in Sicherheit. Ja, tausend Dank. Meine Schwägerin rief gerade an und sagte, dass Evelyn und Michael wohlbehalten bei ihr eingetroffen sind. Ich verdanke ihnen so viel. Wie geht es jetzt weiter? Soll ich mich der Polizei stellen? Eins nach dem anderen. Sie müssen ein Geständnis verfassen. Schließlich steht Ihr Wort gegen das des Zeugen. In Ordnung. Ich bringe es dann sofort zur Polizei. Nein, geben Sie es mir. Und auch die Tatwaffe. Sie haben sie doch noch, oder? Ja, Sir. Hier, bitte. Gut. Dann werde ich jetzt die Dinge richtigstellen.
Ich schlage vor, Sie nutzen die Zeit, bis die Polizei an Ihrer Tür klopft. Ich gehe. Okay. So. Damit sind wir, glaube ich, fein aus dem Schneider. Die Mordwaffe. Und ein Gedankenspiel. Der Mörder wurde erpresst. Mordwaffe. Ich habe die Mordwaffe von Glenn Byers. Es gelang mir, Glenn Byers Familie aus den Fängen der Bande zu retten, von der sie entführt wurde. Glenn Byers muss sich um seine Familie keine Sorgen mehr machen und wird gestehen, dass er Van der Berg ermordet hat. Und ich hatte kein Alibi, aber jetzt die Mordwaffe. Glenn Byers Revolver ist die Mordwaffe und bringt ihn direkt mit den Verbrechen in Verbindung. Wer mit diesem Revolver in Verbindung gebracht wird, fällt unter Mordverdacht. Ich könnte ihn jemanden unterschieben. Jetzt haben wir wieder die schweren Entscheidungen. Ich hoffe insgeheim, dass man das hier zusammenbringen kann und Milton Pierce in den Knast bringt. Weil Milton Pierce ist doch ein Arsch. Und Glenn Byers, es kann natürlich wieder mega backfiren, aber das ziehe ich jetzt durch. So, Milton Pierce anschwärzen. Milton Pierce versuchte mich bei der Polizei anzuschwärzen und nun kann ich den Spieß einfach umdrehen. Wenn ich den Revolver zu seiner blutbefleckten Kleidung lege und ein Foto davon mache, dürfte das Mr. Carpenter als Beweis ausreichen, um mir zu helfen. So, und bei der Entscheidung bleibe ich dann natürlich jetzt auch. Weil das kann natürlich auch wieder ordentlich backfiren. Ich wollte nochmal eben was gucken. Weil nachher dieser Doppelgänger von mir, das ist irgendwie... Das schmeckt mir auch noch nicht so ganz, muss ich sagen. Irgendwas ist da auch noch faul. Waren wir da nicht mal gewesen? Da ist auch noch irgendwas faul, aber wie gesagt, zu der Entscheidung stehe ich jetzt. Weil dieser Milton Pierce einfach so unfassbar unsympathisch ist und der will seine Mutter umbringen und der wollte mich anschwärzen. Und ich finde, das ist dann jetzt auch, das ist Gerechtigkeit jetzt auch. Also Gerechtigkeit, die mir schmeckt in diesem Fall. Und wenn es dann am Ende doof ist, dann ist es doof. Aber das war ja nur die freie Entscheidung von mir und keine Gameplay-Tücke. So. Wie ihr vielleicht gerade schon gesehen habt, werde ich jetzt nochmal eben einen Brief holen. Ich habe mir gedacht, dass ich jetzt, wenn ich dran denke, ich versuche mich da wirklich so ein bisschen zu disziplinieren, immer mal wieder auf die Map zu gucken, ob wir irgendwo, jedenfalls in einigermaßen in der Nähe von irgendwelchen Briefen sind. Um halt diese Briefaufgabe fertig zu bekommen, weil dafür kriegen wir ein neues Outfit. Und... Na, komm. Und ich finde, langsam wird es mal wieder Zeit für ein neues Outfit. Auch wenn mir dieses Outfit hier sehr gut gefällt. Aber ich glaube, für die Briefe gab es ja sogar dieses Meister-Detektiv-Outfit. Da ist was. Und das hätte ich gern. Okay. Und Milton Pierce können wir danach auch noch anschwärzen. Und was mir gerade noch einfällt, ich weiß gar nicht, ob das Geiselnehmerversteck noch markiert ist. Das war ja beim letzten Mal der Hit gewesen, dass man sich da so geil ausrüsten konnte. Hätte ich mir mal einen Marker drauf lassen sollen. Okay, im Keller geht's. Wir gehen aber erstmal wieder nach oben. Scheint auf jeden Fall eine Frau zu wohnen. Eine musikalische Frau. Das ist auch irgendwie immer gleich, ne? Diese Zwischentür mit dem Loch drin. Oder waren wir hier in diesem Haus schon mal? Was ist hier denn los? Das finde ich halt echt schade an diesem Spiel, dass sich diese Buden dermaßen ähneln, dass man manchmal gar nicht weiß. Joy, das ist doch Joys Bude. Stimmt.
Manchmal weiß man gar nicht. Der Ruf des Meeres. Manchmal weiß man gar nicht, ob man in dem Haus schon drinne war oder nicht. Hier waren wir jetzt auf jeden Fall schon mal drinne. Der Ruf des Meeres. Da. Den haben wir aber auch noch nicht. Es kann natürlich sein, dass ich hier beim ersten Mal durchgehen irgendwo was übersehen habe. Vielleicht war ich auch gar nicht im Keller. Ja, wie gesagt, das finde ich ein bisschen schade, ne? Weil die Häuser, die ähneln sich wirklich so stark. Und teilweise weißt du nicht, war ich hier jetzt schon mal, war ich hier noch nicht. Scheiße. Oh, da kommt was Dickes. Ich muss nach hinten. Oh Gott, was ist das? Ich weiß gerade gar nicht mehr, was die Besonderheit bei dem war. Der steht immer wieder auf, ne? Aber nicht, wenn man ihm noch eine Gewehrkugel reinhaut. Okay. Das hätten wir. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich hier richtig bin. Ach, fuck. Ich wollte eigentlich das machen. So. Und dann können wir hier nämlich nochmal ein bisschen bauen. Sonst gucken wir gleich einfach nochmal draußen, ob da noch ein anderes Haus ist. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das hier richtig ist. Warte mal. Wir gehen nochmal raus. Wir gucken uns das nochmal ganz genau eben an. Fallmappe, der Ruf des Meeres. Und zwar, wenige Häuserblocks von dem Apfelbaum entfernt auf der E. Brown Street im Zirkus des The Shells Bezirks. E. Brown Street. Da. Da ist der Apfel. Okay, das kann natürlich auch. Ich schätze mal, das ist der Apfelbaum. Da. Da ist der Apfelbaum. Denke ich mir jetzt einfach mal. Na gut, dann haben wir da gerade ein bisschen was verbattert. Was war das? Das gefährliches Gebiet. Da möchte ich aber nicht rein. Okay, warte mal. Gucken wir uns noch mal eben den Fall an. Ich erinnerte mich an einen großen Apfelbaum, wo es jetzt sicher angenehmer sein würde. Zudem wollte ich nicht, dass der Hotelbesitzer etwas von meinen Anfällen mitbekommt. Wenige Häuserblocks von dem Apfelbaum entfernt, auf der E. Brown Street, bekam ich eine Vision und dachte, ich würde ertrinken. Ich begann zu rennen, als ich an der St. Michael's Road vorbeilief, war ich völlig vom Wasser umgeben. Da. Er lief an der St. Michael's Road. Okay. Warte. Ich glaube nicht, dass wir ins Gebiet rein müssen. Das ist die E. Brown Street. Dann lief er an der St. Michael's Road vorbei. Das ist hier die Querstraße. War komplett von Wasser umgeben. Ist er hier? Diese verfluchten Neuankömmlinge. Da. Das könnte es sein. Oh, sehr gut. Da gab es auch schön viel Kram. Erste Hilfe können wir uns mal merken, falls wir hier gleich Energie verlieren. Da geht's in den Keller.
erstmal nach oben. Ihr kennt die Regel. Die gute alte Sinking City Regel. Immer erstmal nach oben gehen. Ach. Du grüne No. Holy shit. Ich hab das Gewimmere da, das Gewummere oder wie man es auch nennen will, bemerkt. Gehen wir gleich hin. Mal eben kurz hier oben alles leer räumen. Okay. Da ist der Brief. K.L., meine geschätzte Herde, ich glaube, Kawil hat uns im Stich gelassen, sofern dieses Wesen wirklich existiert. Müssen wir voller Angst und dem Wahnsinn verfallen sterben? Dabei wäre der Tod nach dieser Sintflut, die der zu Zeiten Noahs möglicherweise in nichts nachsteht, noch ein gnädiges Schicksal. Eines ist gewiss, auf unseren Leichen werden keine schönen Blumen sprießen. Die See wirkt mir auf eine verlockende Weise zu, winkt mir natürlich auf eine verlockende Weise zu, wie es die Bibel nie getan hat. Seit ihr salziger Leib zum ersten Mal Bestien gebar und zu uns brachte. Bald werde ich mich auf der See hingeben. Mann, was, es geht schon wieder weiter mit dem nicht lesen können. Bald werde ich mich der See hingeben und ihren salzigen Taufatem mit meiner Lunge einatmen. Möge sie uns all unsere Anmaßungen vergeben. Euer Hirte, Reverend Zacharias James Barker. So, ich gelobe Besserung. Ab jetzt werde ich mich beim Lesen mal wieder ein bisschen mehr konzentrieren. Macht, glaube ich, Sinn, oder? So. Kann ich mehr tragen. Oha, wir haben... Das sieht doch langsam richtig gut aus. Warte mal. Warum kann ich denn nicht... Ach, hä? Oh nein, oh, das wollte ich... Oh Gott, bin ich dumm. Warum kann ich denn nicht mehr davon tragen? Na gut. Sei es drum. Warte mal, aber hier können wir nochmal eben nachlegen. Und Fähigkeiten. Haben wir mal keine Punkte zu vergeben. Ist da noch was? Ne, ich glaube, das... Doch. Verdammt, nicht, wenn ich mich gerade umsetze. Alter, der hat uns jetzt aber wirklich mal unnötig viel Munition gekostet. Nun gut, so. Dann können wir jetzt das hier benutzen. Oben lag ja noch eins rum. Na, komm. Okay, und sonst, es gibt hier nichts zu sehen sonst. Ne. Keine Ahnung, ich hätte gedacht, da könnte man mehr von tragen. Okay, sehr nice, haben wir noch einen Brief gefunden. Wie viele bleiben denn jetzt noch offen, sag mal? 4 Stück. Zuallererst, das, achso, warte, den können wir löschen. Da ist noch ein Brief, wisst ihr was? Ich hol direkt den nächsten Brief. Der ist ja auch gar nicht so weit entfernt. Vielleicht wird das einfach mal wieder eine kleine Nebenauftragfolge. Ich wollte ja eigentlich das Let's Play jetzt relativ straight durchziehen, weil andere Leute, wie Bruger zum Beispiel, der das auch hier gespielt hat, der ist ja schon lange durch. Der hat, glaube ich, sogar schon den DLC durch. Und ich pimmel hier immer noch rum. Liegt auch ein bisschen daran, dass ich halt nur eine Folge pro Tag bringe, aber mehr schaffe ich einfach zurzeit nicht. Und deshalb habe ich gedacht, ein bisschen straight durchziehen, aber wisst ihr was? Eigentlich ist es eh egal. Weil die 3-4 Leute, die hier noch zugucken, die werden, glaube ich, auch noch zugucken, wenn es weiter vor sich hin plätschert. Und
Ich will ja auch ein bisschen Spaß noch nach wie vor haben. Und deshalb... Diesen Briefauftrag, den will ich auf jeden Fall beenden. Oh nein. Warte mal. Spieglein, Spieglein. Kreuzung Purity Road, Street Advent West. Erstmal Brief aus Augment. Da. So. Im westlichen Teil des Bezirks Advent unterwegs war und an der Kreuzung Purity Road und Oak Street. Das ist genau hier. Aber hier kann man schlicht und ergreifend nirgends hin. Warte mal. Ich sah Spiegel mit Reflexion und jemanden, der darin gefangen war. Sein panischer Gesichtsausdruck... Spiegel. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwo an Land gehen können. Sieht aber nicht so aus. Also hier fahren wir ja schon wieder auf die nächste Kreuzung zu. Hier ist auch nichts. Ah, vielleicht ist es dann wirklich dann... Ich will nicht in dieses Kackgebiet gehen. Da! Das könnte auch noch hinkommen. Es ist die Oak Street, Purity Road. Das passt. Können wir noch irgendwas bauen? Nein. Oha. Brief. Erstmal den Brief. Der Mann im Spiegel. Er ist weg. Seit diese fürchterliche Flut kam, sah ich ihn im Spiegel. Den Mann, der mir mein Spiegelbild raubte. Er trug meine Haut wie einen Anzug und doch war nichts Menschliches an ihm. Er wusste, dass ich auf der anderen Seite stand und sah mich direkt an. Jeden Spiegel verdeckte ich in meinem Heim. Doch vergebens. Denn nach wie vor sah ich ihn in jedem Fenster, in jeder Pfütze und selbst in den Augen anderer Menschen. Die Nachbarn begannen, mich schief anzusehen. An Schlaf war nicht mehr zu denken, da ich sein Gesicht in Albträumen sah. Und wenn ich dann aufwachte, vernahm ich Geflüster aus dem Spiegel. Doch nun ist er fort. Als ich die Abdeckung von einem der Spiegel nahm, um ihn zu zertrümmern, sah ich, dass sich darin nichts mehr spiegelte. Nichtsdestotrotz fühlte es sich so an, als wäre ich nicht allein. Hört sich dick an. Oh, holy shit. Ihr Jungs seid das. Okay, Treffer. Gut. Ich werde vielleicht mal ein bisschen öfter jetzt wieder das Gewehr... Scheiße, benutzen. Ich wollte gerade sagen, weil ich dafür irgendwie immer Munition habe. Ist dann wohl doch nicht so. Aber so habe ich die beiden wenigstens wegbekommen. Das waren wohl die Spiegelbilder. Warte, können wir irgendwas bauen? Davon können wir ein bisschen was fertigen. Davon auch. Ah, aber es müssen erstmal die Handfeuerwaffen sein. Einfach aus dem Grund, weil man die dann doch irgendwie noch am meisten benutzt, ne? Federn. So, dann schauen wir uns nochmal eben weiter hier um. Vielleicht gibt's ja noch irgendwas Schönes. Hier können wir auf jeden Fall noch was kaputt machen. So. Okay. Nach oben. Das war ja... Habe ich da gerade was gehört? Ja, da ist auf jeden Fall was. Das hört sich nicht gut an. Oh, hallo. Ach du lieber Mensch. Los, spring.
Okay. So viel zum Thema Schrotmunition. Hat sich mal wieder ausgeschrotet. Davon können wir auch schon wieder einen benutzen. Okay. Okay, das hat sich doch einigermaßen jetzt gelohnt. Ja, doch. Mal eben alle Waffen durchladen. Währenddessen können wir ja weiter gucken. Im Keller ist mit Sicherheit auch noch was, was auf uns wartet oder eben nicht. So, das laden wir auch noch durch. Ach, im Keller gibt's gar nicht. Gut, super praktisch. Dann würde ich sagen, die wieder löschen. Es wird immer weniger, ey. Nice. Ich glaube, ich baller in dieser Ausgabe jetzt einfach alle Briefe durch. Drei sind's noch. Warte mal, wo sind die anderen? Der ist auch gar nicht so weit entfernt. Da fahren wir direkt weiter. Okay. So, mal eben ganz kurz orientieren. Und, ja, das ist gelöscht. Müssen wir einfach da vorne jetzt gleich links und dann die Straße hoch. Ah. Herrlich! Also, dann ist das auch schon mal wieder was, was man abhaken kann. Das gefällt mir gut. Und vielleicht bekommen wir ja dann am Ende dieser Episode auch noch ein schönes neues Outfit. Noch richtig? Oh. Ich kriege immer ein bisschen Schiss, ey. Manchmal freeze das Spiel kurz, wenn man ins Menü geht oder die Map öffnet. Das macht mir immer ein bisschen Angst. Aber ansonsten muss man auch mal sagen, was so die technische Seite des Spiels angeht. Abgesehen jetzt mal von den Menschenpulpen, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Ihr wisst, wenn man an Land geht, dann war ja anfangs das immer so, dass so ein Pulk von Menschen auf einmal gespawnt ist. Habe ich jetzt vielleicht nicht mehr drauf geachtet. Auf jeden Fall lange nicht gesehen. Was ist das denn da noch? Aufzeichnung über Fission. Fission vor allen Dingen. Können wir gleich auch nochmal hin. Sind wir hier? Ja. Ansonsten ist das Spiel technisch echt in einem sehr guten Zustand. Also ich hatte wenige bis gar keine Bugs bisher. Was ja heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich ist. So, warte. Hier. Oh. Hä? Waren wir nicht in dem Haus schon mal? Dieses Zeichen, das bedeutet doch immer noch was, oder? Auf jeden Fall können wir hier Sachen abgreifen. Mal eben ganz kurz auf die Fallmappe gucken. Achtung, von hinten heißt das. Und zwar... Oak Street. Ich ging die Murdoch Avenue im westlichen Bezirk Advent, als ich plötzlich an der Oak Street... Okay. Die Murdoch Avenue an der Oak Street. Das ist jetzt aber eigentlich auch ein Stück weiter, ne? Als er an der Oak Street. Ich glaube, das hier ist falsch. Wir können ja trotzdem einmal eben flotti hier durchrennen. Weil dieses Zeichen von außen, das hatten wir sonst eigentlich immer nur bei Story-Aufträgen. Also hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, hier reinzukommen. Okay. Liebste Clara, es ist schon Jahre her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Doch nach wie vor kann ich erst einschlafen, wenn ich auf das Bild geblickt habe, das du mir von unserer Familie geschickt hast. Ich wünschte, ich hätte auch etwas, das ich dir zeigen kann, aber Fotografien von diesem Ort würden dir nur Albträume bescheren. Was habe ich mir damals nur gedacht, unsere Heimatstadt zu verlassen? Ich habe Angst, hier den Verstand zu verlieren. Erinnerst du dich an Dumont, meinen Nachbarn, der in den Docks arbeitet? Ich habe dir in Briefen von ihm erzählt. Er war immer mein Freund, aber irgendetwas ist mit ihm geschehen. Mitten in der Nacht fängt er an zu schreien, redet seltsame Wörter vor sich hin und singt Lieder über vergessene Städte. Du weißt, dass ich nie besonders religiös war, aber wissenschaftlich kann ich mir seinen Zustand nicht erklären. Wenn ich aus dem Fenster sehe, erblicke ich im Nebel sonderbare Dinge und bin mir nicht sicher, ob sie real sind oder ob ich sie mir nur einbilde. Aus irgendeinem Grund ergeben die Worte meines verrückten Freundes immer mehr Sinn, je öfter ich mir diese mit dem Verstand nicht greifbaren Dinge ansehe.
Ich werde zurück nach Hause kommen, sobald ich das nötige Geld dazu habe und hoffe, dass ich bis dahin noch lebe. Liebe Grüße, dein Bruder Victor. Ho, ho, ho. Warte mal, können wir... Ja, komm. Vielleicht ein bisschen Verschwendung, weil gleich wird es hier bestimmt noch Gegner geben. Ah! Wow! Holy shit! Oh! Oh! Oh, mein altes Herz. Oh, Junge. Wo kam der denn her? Alter Schwede. Da habe ich sowas von gar nicht mit gerechnet. Alter, das Ding ist hartnäckig. Oh mein Gott. Wo sind wir hier denn gelandet? Oh Gott. Alter Schwede. Das war richtig schlimm. Ich habe null damit gerechnet, dass da jetzt auf einmal ein Typ um die Ecke kommt. Das war wahrscheinlich der Besitzer. Das war wahrscheinlich Victor. Es tut mir sehr leid für ihn, aber er hat zuerst geschossen. Gar keine Frage. Wow. Huh. Ich bin fertig. Oh, hier gibt's auch noch einen Keller. Okay. Einfach mal eben schnell alles durchgucken. Gott, oh Gott, oh Gott. Weißt du, die Monster, die hört man wenigstens immer. Wenn die kommen. Dann grunzt es und so. Aber der war ja mega lautlos. Eieieiei. Hallo. Huh. So. Ich werde mich doch jetzt erstmal auf die Briefe konzentrieren, weil wir nur noch zwei brauchen. Das andere Ding hier, ne, das hier, das können wir auch ein andern Mal holen. Da ging mir gerade richtig der Kackstift, ey. Und danach kommen dann auch noch voll die Mörderviecher und noch so ein Dicker dazu. Die sind doch bescheuert. Okay. Gott, das war der größte Jumpscare, den ich seit langem gesehen habe. Schlimmer als das komplette Layers of Fear Let's Play. Uiuiui. So, mal eben gucken. Doch, wir können abkürzen, indem wir uns einfach... Nee. Dahin beamen. Ich hoffe, dass die letzten beiden Angelegenheiten hier jetzt nicht ganz so aufreibend werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Jetzt mal eben wieder zusammenreißen. Wir haben nämlich keine Granaten mehr. Das bedeutet, sollte hier gleich irgendwas Schlimmes passieren, dann wie ein Dicker zum Beispiel, dann können wir uns nicht allzu gut wehren. Oh, wow, wow. Das Haus, da sieht schon mal auffällig aus. Da ist aber nichts. Okay.
warte mal, guck mal, dieses Zeichen, kann das sein, dass das einfach das Zeichen für die Briefe ist? Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal was los. Nicht mehr ganz so viel. Gut. Puh, okay. Das ging ja auch schon mal wieder actionreich los. Ich würde auch sagen, hier mutiert immer noch was. Ja. Sogar noch mal die dicke Version davon. Komm. Scheiße, der lag. Okay. Gut, so, haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Da ist der Brief. irgendwann im 19. Jahrhundert. Mein Name ist... Nun ja, ich bin mir nicht sicher. Es ging im Rauschen verloren, so wie auch alles andere, das ich wusste. Mein Geist ist nicht mehr viel mehr als Rauschen, indem ich immer wieder Teile aus der Radiosendung höre, die einst mein Leben war. Nein, nicht mein Leben, meine gesamte Existenz. Ich höre Namen. Margaret, Jonathan... Jonathan, natürlich. Albert. Ich höre Datumsangaben, Orte. 7. Juni 1912 bei einer Kirche auf einem Hügel. Für diese Übertragungsfetzen lebe ich und wegen dem Rauschen werde ich mein Leben beenden. Soweit ich mich zurückerinnern kann, wurde das Rauschen immer lauter und je leiser die Stimmen werden, desto tiefer versinke ich in dem Rauschen. Sie werden einfach ersetzt und ich verliere immer mehr von dem wenigen, was ich noch habe. Ersetzt durch eine neue, undefinierbare Stimme, die ich jedoch deutlicher verstehe als jede Radiosendung in meinem Kopf. Ich habe Angst davor, was aus mir wird, wenn ich es nicht länger aushalte. Ich werde aus dem Leben scheiden, bevor das Rauschen oder die Stimme darin völlig zu mir selbst wird. Leb wohl, Oakmund. Sehr schön. So, oder eben auch nicht schön. Wir schauen mal eben, ob wir hier noch was abgreifen können. Das ist mal... ein cooles Gebäude, muss ich sagen. Also... oh, da ist was durchgefallen. Ach, das ist hier für Wahnsinn. Also in so einer Art Gebäude waren wir eben noch nicht so oft gewesen. Mir fällt gerade ein, wo ich vorhin doch über die von der Bugfreiheit geschwärmt habe. Es gab doch ein paar Bugs. Oder ein Bug, an den ich mich gerade erinnere. Dieser Raum, dieses Haus, das so ein Glitchhaus war. Mit einem Glitchkeller oder so. Wisst ihr noch? Wer bist du? Haben Sie ein Problem? Der sieht seltsam aus. Der greift uns auf jeden Fall nicht an, aber... der sah schon sehr speziell aus. So einen Typen haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Okay, hauen wir mal lieber hier ab. So. Das war das. Löschen. Bleibt noch ein letzter Brief und der ist hier. Können wir uns auch relativ direkt hinporten. Hey, dann schaffen wir in dieser Ausgabe tatsächlich den Briefnebenauftrag. Uiuiui. So, entschuldigen Sie mich. App, und wir müssen dorthin. Können wir am besten von da aus? Puh. Was ein Spaß. Rücken zur Wand. Okay, einfach hoch. Bin mir aber auf jeden Fall sicher, dass wir es packen. Weil wir sind einigermaßen gut ausgerüstet. Und haben nur noch einen Brief. Deshalb, eigentlich müsste es klappen. Da gibt es wieder auf die Fresse. Okay. Also, der letzte der Briefe.
wäre zu finden. In der Washington Street. Im westlichen Teil Reed Heights. Warte mal. Nein, das hier ist der letzte Brief. Das hier war der, den wir vergessen haben, oder den ich vergessen habe, auszutragen. Den können wir löschen. Okay. Gut. Dann ist das so. Dann waren wir vorhin schon direkt vor der Tür gewesen. Wie schade. Aber weil das so ein anderes Zeichen war, habe ich gedacht, dass das nicht dazugehört. Aber wir hatten ja auch schon einen Brief, der kein Brief war, sondern auch hier Geschichte aus Oakmont. Ah, und wartet mal ganz kurz. Ich hoffe, das klappt jetzt. Wahrscheinlich habt ihr gerade keinen Sound. Mich seht ihr aber auf jeden Fall noch. Muss man ganz kurz hier checken. Ja, es ist noch genug Speicherplatz frei. Alles ist gut. Ich hatte nämlich vor kurzem mal einen kleinen Fauxpas gehabt. Da hatte ich schon fast eine halbe Folge aufgezeichnet. Ist schon ein paar Episoden her. Und dann war die Festplatte auf einmal voll. Das war sehr ärgerlich, weil ich da ganz viel nochmal machen musste. Und deshalb habe ich mir gedacht, lieber zwischendrin mal eben reingucken, weil die Folge läuft auch schon wieder länger, als ich geplant hatte. Ich hatte ja auch eigentlich heute nur geplant, oder jetzt in dieser Episode nur geplant, ein bisschen die Story weiterzuspielen, aber dann hat mich jetzt doch der Ehrgeiz gepackt. So. Allzu lange geht aber auch nicht mehr. Danach muss Schluss sein. Ich habe mich vorhin beim Erschrecken habe ich so komisch eingeatmet, dass ich eine mega trockene Kehle jetzt habe. Klingt verrückt, ist aber so. Und ich habe nichts zu trinken da. Es ist auch alles ein Elend, oder? So. Aber wir kommen der Sache hier näher. Sind wir hier richtig? Was ist das? Mal eben ganz kurz in die Fallmappe gucken. Westlichen Teil, als ich gerade von der Aben Street in Richtung Oak Street. In Washington, Aben Street Richtung Oak Street. Washington, Aben, Richtung Oak. Also wir sind hier nicht unbedingt falsch. All diese Hände. Ach du Scheiße. Was ich witzig finde, seit ich mich vorhin so ein bisschen beschwert habe darüber, dass vieles gleich aussieht, viele Buden hier so ähnlich aussehen, bekommen wir gerade irgendwie nur noch Gebäude, die sich wirklich optisch mal von dem Standard unterscheiden. Witzig. Okay. Gehen wir höher. Man weiß nicht, ob das hier richtig ist. Das ist eine alte Klinik. Liebste, bitte verzeih, falls meine Worte nur unleserliche Krakeleien sind. Der Schock durch das, was ich der schwangeren jungen Frau aus dem Leib gezogen habe, sitzt noch tief. Ihr sonderbares, kehliges Geschrei klingt noch immer in meinen Ohren und dieses von ihr ausgetragene Ding schleicht in der Nähe von meinem Versteck herum. Hätte es meinen Assistenten nicht zuerst angegriffen, wäre ich jetzt sicher tot. Diese glitschige, zappelnde Abscheulichkeit, die dem Leib der Obdachlosen entschlüpfte, heftete sich mit einem schmatzenden Geräusch an den Hals meiner Assistentin. Hinter sich zog dieses Ding die Nabelschnur her und riss sie mitsamt der Plazenta
Blätter aus dem Leib der armen Frau. Das Blut sprudelte nur so aus der Frau heraus und mein ganzer Kittel wurde rot. Fassungslos blickte ich in ihre hervorgetretenen Augen und konnte nur tatenlos dabei zusehen, wie sie sich von Krämpfen geschüttelt die Zunge abbiss. Im Affekt verkroch ich mich hinter einem Schrank im Operationssaal und jetzt kann ich hören, wie das entbundene, glitschige Ding mitsamt der Plazenta auf dem Boden herumschlurft und näher kommt. Ich schreibe diese Zeilen auf meinen Mundschutz mit dem Stift, den du mir letztes Jahr in der Mensa geschenkt hast. Ich hoffe, ich kann ihn als Waffe gegen den missgestalteten Säugling verwenden. Mit aufrichtigem Dank, Sebastian. Ja, er war Franzose. Wir haben die Briefe aus Oakmont geschafft. Ist das nice, aber irgendwo ist wahrscheinlich dieses glitschige Ding noch. Das ist ja auch mega geil dieses Mal gemacht mit den Fuß- oder Handspuren hier. Okay. Ich glaube, ich lasse mich hier auch gar nicht weiter auf den Kampf ein. Vielleicht gucken wir uns noch ganz kurz mal eben... Nee. Nee. Hä, wo bin ich? Ey! Ist ja abgefahren, ey. Da beschwert man sich einmal darüber, dass alles zu ähnlich aussieht und dann kommt man hier an die geilsten Orte. Warum nicht gleich so? Es scheint hier aber keinen Keller zu geben. Nun gut, wie dem auch sei, jetzt müssen wir noch einmal wieder zurück. Ich werde jetzt nochmal in unser Hotel mich beamen, weil ich meine auf jeden Fall, dass wir jetzt ein Outfit freigeschaltet haben, oder? Sie finden bestimmt etwas, das Ihnen gefällt. So... Come on, come on. Gut, das haben wir. Und jetzt geht's ab ins Devil's Reef. Nice, ey. Da haben wir mal eben mit einem Rutsch die ganzen Briefe fertig gemacht. Witzig aber auch, dass jetzt im letzten Haus da nicht... Da kam bestimmt noch was, also an Monstern. Aber das war ja auch irgendwie so verwinkelt, dieses Haus. Ich habe es wahrscheinlich einfach nur nicht gefunden. Naja. Egal, hier kommen wir immer noch nicht rein. Die Tür gibt nicht nach. Keine neuen Briefe da. Aber... Gangster. Oh nein! Bring dem Sammler im Nebenfall Bücherwurm alle Bücher. Ach, wir müssen noch die Bücher zurückbringen. Aber wisst ihr was? Um einen guten Cliffhanger zu haben, machen wir das erst in der nächsten Ausgabe. So. Dann habt ihr was, auf das ihr euch freuen könnt und ich mich auch. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit am Start. Also bis dahin, reingehauen!